Also, dann sage ich erstmal herzlich willkommen zu diesem Abend. Ein Experiment. Also, ich habe das selber auch noch nie gemacht. Ich bin selber ja eher so ein Aktionskünstler, der jetzt tatsächlich seit über 38 Jahren politischen Widerstand leistet und nie zufrieden war, Demos oder Unterschriftensammlungen zu machen. Und da ist inzwischen ziemlich viel zusammengekommen und heute gibt es ein Potpourri daraus. Und wenn es gefällt, ist die Idee, dass auch nochmal mit anderen Sachen, die stattgefunden haben, nochmal zu wiederholen. Mag ja auch sein, dass mich irgendjemand nicht kennt, deshalb dachte ich, ich fange mal an mit einer kleinen Vorstellung, aber ich überlasse das mal den Experten, in diesem Fall von Spiegel Online. Die haben zur Bundestagswahl 2009 20 Leute in der Bundesrepublik gesucht, um die zu fragen, was die vom Wählen halten oder ob die wählen gehen oder so etwas. Und dabei haben sie mich auch gefragt. Und das dachte ich mir, das kann man sich vielleicht mal angucken, was ich da so geantwortet habe als so kleines, als kleine biografische Einleitung. Und dann geht es so weiter. Also wir haben halt hier Weihnachtsbaumkugeln aus Keramik. Die lassen sich öffnen, füllen, hervorragend werfen, gehen gut kaputt. Ja, ich bin Jörg. 45 Jahre alt inzwischen und ansonsten glaube ich eher so in wenig Kategorien zu stecken. Irgendein Gericht hat meinen Beruf mal als Berufsrevolutionär festgelegt und ansonsten legen die meistens sehr wenig fest, weil man über mich, und das ist mir auch wichtig, nicht viel festlegen kann. Ich möchte eigentlich jeden Tag neu tun können, was ich will. Im Dorf Reiskirchen in der hessischen Provinz liegt die sogenannte Projektwerkstatt. Hier hat Jörg Bergstedt seine Basis. Sonst ist er als Protestler gegen Staat und Konzerne in ganz Deutschland unterwegs. Die Aktionen verschaffen ihm ständigen Kontakt mit der Rechtspflege. Wir haben viel Gerichtspost, die wollen sich ja unbedingt mit uns anlegen. Es gibt viele, die uns lieber hinter Gitter sehen. Ich komme so im Allgemeinen weiterhin ganz gut durchs Leben, weil ich nicht abhängig bin von irgendwelchen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten dieses Landes oder ob das Land überhaupt existiert, weil ich aus den Resten lebe, die dieses seltsame Land produziert. Das produziert sehr viele Reste, damit irgendwelche Leute möglichst viel Geld im Laden zahlen müssen, wird ganz viel weggeschmissen, das hole ich mir halt und deswegen bin ich erstmal nicht abhängig von dem, was da passiert, also selbst auch in Zeiten der sogenannten Wirtschaftskrise. Es reicht immer finanziell, wenn man kein Geld braucht, reicht es immer. Das sind Dinge, die weggeschmissen werden in dieser Gesellschaft. Es wird einfach so unendlich viel weggeschmissen. Ständig und immer, also sie geht mir auf den Keks, dass da irgendwelche Leute herkommen und meinen, auch noch in meinem Namen, dafür sind ja vor allen Dingen Wahlen da, damit man hinterher sagen kann, es ist im Namen aller jetzt diese Regierung wieder daran gekommen, die meinen, das Leben von Menschen organisieren zu können. Es ist durch Regelungen, Recht, Gesetze, irgendwelche Überwachungstruppen, alles genau durchorganisiert. Wenn man sich daran nicht hält, dann wird man vor Gericht gestellt. Das ist eine Riesenmaschinerie, die greift in das Leben von Menschen an. Ich glaube, dass die Menschen diese Maschinerie nicht brauchen, dass die Maschinerie auch vielfach die ist, die Probleme, die sie vorgibt, zu lösen, erst selbst schafft. Das sind Fotos von Aktionen zu verschiedenen Wahlen. Sehe ich hier gerade Europawahl 2004. Verschwimmen. Wieso? Weil ich glaube, dass Menschen, ohne dass sich andere einmischen und ständig meinen, dass sie besser wissen, wie Menschen miteinander umgehen, dass die Menschen das selber besser hinkriegen könnten. Das heißt, wir brauchen keine Metaebene, keine Stellvertreter, die irgendwo bekannt geben, was Deutschland, was auch immer das sein soll für ein komisches Konstrukt, zu sagen hat, die im Namen des Volkes reden. Das ist ja sowieso alles gelogen. Ich glaube, dass wir eine viel interessantere Welt hätten, wenn die einfach alle verschwinden würden, die da meinen, besser zu wissen, wie wir zu leben haben. Also wenn ich da hingehe in die Wahllokale, dann um die Wahl zu stören oder mit verstecktem Theater, Kommunikationsguerilla irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass diese Wahlen nichts anderem dienen als die ewige Wiederholung, dass sich da Politiker alle 4 oder manchmal ist es ja inzwischen alle 5 Jahre eine Scheinlegitimation einholen, um hinterher noch zu behaupten, dass den Dreck, den sie mit uns anfangen, auch noch in unserem Namen passiert. Jetzt will ich mal anfangen mit einer kleinen Anekdote. Ich bin ja, wie gesagt, Aktionskünstler, also würde ich mich halt selber bezeichnen. Und das will heißen, dass der Versuch in die Intervention da draußen etwas Kreatives, etwas Innovatives, etwas Neues einzubringen. Ich will mal so ein aktuelles Beispiel einfach benennen, was alles so geht. Rief mich vor ein paar Wochen eine Gruppe an von der jungen JABL, heißt die junge Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Das sind so jüngere Bauern und Bäuerinnen.
die halt versuchen, eine andere Landwirtschaftspolitik durchzusetzen. Und die haben sich gegen diese KTG-Geschichte, das ist dieser riesige Agrarkonzern, der im Osten ganz viel Flächen aufgekauft hat und versucht, so einen Riesenkonzern nach nordamerikanischen Standards zu machen. Und die wollten halt so symbolisch so eine Fläche besetzen. Und da stand jetzt Polizei, da riefen sie mich an, weil irgendjemand gesagt hat, ruft mal den Jörg an, dem fällt immer irgendwas Absurdes ein. Und dann haben die mich angerufen, und was kann man denn jetzt machen? Da habe ich gesagt, ja, also was soll die Besetzung, wollen wir morgen machen? Okay, geht einfach an den Baumarkt, kauft euch so kleine, richtig schöne offizielle Schilder, wo drauf steht, betreten auf eigene Gefahr, bringt die heimlich heute Nacht da an, und dann geht ihr morgen einfach da drauf. Und es hat genau geklappt, da hingen diese Schilder, die Polizei, ah ja, wenn da steht, betreten auf eigene Gefahr, das ist ein Erlaubnistatbestand, da gehe ich da einfach raus, daraus fliegt es groß einfach ausgeben. Das funktioniert. Also so funktioniert kreative Politik. Ich kann mir enorm viele Freiräume schaffen. Das haben wir viel gemacht. Und ist es halt schon ewig, dass ich mich hier in der Gießener Stadtpolitik so auseinandersetze. Ich will damit mal anfangen, so einen Rückgriff in ganz alte Zeiten. Dazu nehme ich dieses Gerät hier. Ich werde heute auch ein bisschen Kunst bieten. Nicht, dass ihr denkt, ihr seid jetzt in so einer Konzerthalle und es wird jetzt richtig gute Kunst geboten. Das kann ich leider nicht. Sondern das ist Straßenmusik, das ist Aktionsmusik, das ist Aktionstheater, da kommt es nicht darauf an, dass alles perfekt sitzt, sondern da kommt es darauf an, dass das Menschen mitreißt, dass Menschen mitmachen kann. So habe ich viel umgetextet von Liedern, die es so gibt, die relativ bekannt sind. Ganz lange her hat Gießen immer versucht, so, das ist ja eine sehr eingeengte Stadt, hat relativ wenig Fläche und trotzdem gehören sie mit zu den Weltmeistern, die immer möglichst viel Neues dazu bauen wollen und immer neue Industriegebiete machen wollen und so weiter und so fort, bis überhaupt kein Quadratmeter mehr übrig bleibt. Und da gab es mal vor ganz langer Zeit die Kasernengelände, wo jetzt die Hallen vom Nürnberger Bund stehen. Das Europaviertel ist das jetzt. Und dieser Nürnberger Bund, das fand ich eine total spannende Auseinandersetzung, weil da gingen unheimlich viele Subventionen rein und Gießen hat sogar ein extra Bahngleis gebaut, nur für diesen Nürnberger Bund. Also ein wahnsinniger Aufwand, obwohl klar war... Bei den Rhenuswerken? Bitte? Bei den Rhenuswerken? Das weiß ich gar nicht. Im Gleisanschluss? Das ist zwischen, da wo die Panzerstraße ist entlang, ja, also ja, zwischen der Fortführung der Licherstraße und der Fortführung der Grünberger Straße, also B49. Dazwischen dieses Gelände... Wenn man rausfährt nach Hannover mit dem Fahrrad, kommt man da direkt dran vorbei. Und diese riesen Hallen, die da gebaut sind zum Wald hin, das ist dieser Nürnberger Bund. Die gibt es schon lange nicht mehr. Aber das ist die haben so Kurzwaren an Geschäfte vertrieben. Und die hatten mehrere Depots in Deutschland mit insgesamt 700 Arbeitsplätzen. Und ich weiß noch, der damalige Oberbürgermeister von Gießen, Manfred Mutz, hat hier geprahlt, dass mit dieser Ansiedlung der Industrie 300 Arbeitsplätze geschaffen werden. Also 300 wären dann hier in Gießen, vorher waren 700 in den Filialen. Gibt für einen normalen Durchschnittspolitiker ein Plus von 300, also bei mir ist es ein Minus von 400. Aber man rechnet da halt unterschiedlich. Und jedenfalls haben wir halt damals verschiedenste Sachen so zur Gießener Stadtpolitik gemacht und verschiedene Lieder geschrieben, mit denen wir halt auch, wenn wir auf der Straße aktiv waren, dass wir immer versucht haben, Theater oder irgendwelche Lieder zu machen. Ich will mal irgendeins... Einfach mal so, wie sich das anhört, und da konnten die Leute halt so mitsingen. Das muss ganz was Besonderes sein. Da das sind solche Leute, dass die und die erst gar nicht mal ins Gießener Rathaus. Ins Gießener Rathaus. Jeder spurt das Superstar und labert Scheiße an der Bar im Gießener Rathaus. Blatt, blubber, blubber, bla und blub, schwall, schwall, blub, blubber, bla und blub, schwall, schwall, blubber, blubber, bla und schwall, blub, blub, blubber, blubber, bla. Ja, Mann, wie kommst denn du daher? Aber ich anpasse, muss schon sein. Sonst lass ich diesen Lader nicht zum Abstimmen. Dort mit rein ins Gießener Rathaus, ins Gießener Rathaus. Jeder lächelt und ist froh, weil er sonst nicht landen kann bei Gießener Wähler. Voll blub, blubber, blubber, bla und blub, schwall, schwall, blubber, blubber, bla und blub, bla, bla, blubber, blubber, schwall und schwall, blub, 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 blubber, bla. Ja, gestern sorgen wir dies und heute sagen wir's andersrum. Das fällt doch keinem auf, den Wähler halten wir doch dumm und bleiben im Rathaus. Und bleiben im Rathaus, ohne Sinn und Unverstand, bleibt die Macht uns in der Hand im Gießener Rathaus.
wiederholst. Und das finde ich gut. Und das ist halt, wer kennt das Original? Schickeria. Und das ist halt ein relativ bekannter Song damals gewesen, heute vielleicht nicht mehr ganz so, einer der bekanntesten Songs der Neuen Deutschen Welle. Und das Gute daran ist, du kannst diesen Liedtext nehmen, einmal kann man den schnell schreiben, nicht? Also wer den Original kennt, da sind wenig Wörter verändert. Und dann kannst du diesen Text nehmen und an Leute verteilen und die können sofort mitsingen, weil ja, die Melodie kennt ihr ja. Das haben wir sehr viel gemacht mit Aktionsliedern, dass wir halt einfach hergegangen sind und schnell was umgeschrieben haben, teilweise auch wirklich in der Aktion, wir kommen irgendwo hin, sehen irgendetwas, machen spontane Aktionen, irgendjemand setzt sich an den Rand, nach 10 Minuten haben wir so einen Text umgeschrieben auf irgendeins der Lieder, die es da, die uns dann dazu eingefallen sind. Ich würde mich ja total freuen, wenn diese Tradition, so kreative Aktionen hier in Gießen auch wieder so ein bisschen erwächst, wenn Leute dazu Lust hätten. Ich finde, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Wir sind im Zeitalter von alles ist sehr cool und unpolitisch geworden. Oder aber wir haben diese riesen Unterschriftensammlungen oder Latsch-Demos, alles ist vorgestanzt, immer die gleichen Reden von immer den gleichen Leuten. Also ich hätte ja Lust, dass da wieder was in Gang kommt. Und eine der Ideen, mit denen wir hoffen, das so ein bisschen in Gang zu kriegen, ist der Raum, in dem wir hier sitzen. Der ist auch ganz neu. So als Aktions- und Kleinkunstraum. Hier soll noch so eine ganze Schrankreihe hin, wo so verschiedene Verkleidungsmaterialien, Aktionsmaterialien gelagert werden, sodass man sich hier treffen kann und immer jederzeit hinausgehen kann und was machen kann. Gut, wir sind in Gießen. Das ist den meisten ja wahrscheinlich bekannt. Ich habe ja so meine lustige Vergangenheit mit der Stadt und habe dieser Stadt auch mein Buch gewidmet. Das heißt Tatort Gutfleischstraße. Die Gutfleischstraße ist, wie wahrscheinlich die meisten wissen, eine sehr kurze Straße mit für politische Aktivisten und Aktivistinnen aber erheblicher Bedeutung. Also sie liegt zwischen der Ostanlage und der Riegallee. Und an diesem ganz kurzen Stückchen liegt eigentlich alles, was wichtig ist, um Menschen aus dem Verkehr zu ziehen, die man nicht haben will. Amtsgericht, Landgericht, Knast, zwei verschiedene Knäste, offener Vollzug, geschlossener Vollzug und noch ein bisschen auf dem Gelände dann auch noch Staatsanwaltschaften, Verwaltungsgerichte und so weiter und so fort. Und deshalb heißt das Tatort Gutfleischstraße, weil ich mal vor längerer Zeit im Rahmen dieser ganzen unterschiedlichen Verwicklungen mit der Gießener Justiz halt eine Menge von Fällen aufgerollt habe. Dann habe ich so eine ganze Dokumentation gemacht, die fiesen Tricks von Polizei und Justiz. Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, sondern ich habe am Anfang hier mal einen kleinen Spaziergang durch Gießen beschrieben. Ich will da einfach mal eine ganz kleine Passage drauf vorlesen. Das ist so ein bisschen so geschrieben. Ich komme mit dem Zug hier in Gießen an und habe eine, das ist 2007 geschrieben. Heute ist das wahrscheinlich alles schon längst echt, dass man mit über irgendeine App und einen Knopf im Ohr sich durch Gießen leiten lassen kann und wird immer irgendwas dazu erzählt, wo man gerade dabei ist. Damals gab es das so noch nicht, aber ich habe das so quasi so erfunden und irgendeine Piepstimme geht dann halt so durch. Komm am Bahnhof an, geht am Bahnhof raus und dann geht das so. Ich gehe die ersten Meter durch Gießen. Unter freiem Himmel. Am Rande des trostlosen Bahnhofsvorplatzes, also 2007 war das alles, ne? Da sah der auch noch ein bisschen anders aus als jetzt, Bahnhofsvorplatzes, finde ich einen alten Stadtplan. Mein Ziel, die Gutfleischstraße, ist eingezeichnet. Sie ist nur eine kurze Verbindungsstraße zwischen Ostanlage und Ringallee im Norden der Innenstadt. Gericht und weitere Behörden sind eingezeichnet, ich werde wohl fündig. Wie ich schon auf dem Plan sehe, zerteilt die Gutfleischstraße verschiedene Justizgebäude. Da die Straße auf der anderen Seite der Innenstadt liegt, ist ein kleiner Spaziergang nötig oder eine Fahrt mit dem Bus. Letzteres klingt bequem. Die Buslinie 5 startet direkt am Bahnhof und fährt zu einer Haltestelle namens Landgericht. Das sollte passen. Umsteigen unnötig. Mein Sender meldet sich, als der Bus anfährt. Bitte schauen Sie nach rechts. Dort hat das Gießener Leben eine typische Duftmarke hinterlassen. Die seit Jahren fast leere ehemalige Hauptpost in einem schönen alten Gebäude. Nutzlos verrottend. Jetzt den Kopf nach links drehen. Gegenüber liegt das neue, protzige Bauwerk der Post, die hier ihre Millionen vergraben hat. Fehlinvestitionen. Das neue funktionale Bauwerk war noch gar nicht fertig, da überlegte sich die Post AG, ihre Arbeitsarmeen doch lieber woanders einzusetzen. Seitdem steht hier vieles leer und oder ist untervermietet. Das ist übrigens gerade dieses Projekt Kantine, wer da mal vorbeigehen will, auch so ein Versuch, so anderthalb Monate mal so einen Freiraum zu schaffen, kreativen, in dieser alten Hauptpost, weil die ja tatsächlich einfach zu großen Teilen leer steht, eine riesige Fehlinvestition. Der Bus zieht nach rechts und ich sehe das Mathematikum.
Meine Stimme im Ohr schweigt. Wie sich später herausstellt, wäre hier auch wenig Schlechtes zu berichten. Wie fremd liegt das Gebäude in der Behörden- und Unistadt. Wer sonst nicht der Norm gefrönt wird, ist es hier bunt, kreativ, fröhlich. Der Bus fährt erstmals, sammelt neue Fahrgäste ein und rollt weiter. Dann meldet sich die Stimme wieder. Sie fahren jetzt die Frankfurter Straße hinunter auf die betonstarrende Manifestation quadratischen Gießener Geistes zu. Die spöttisch Elefantenklo genannte Brücke bildet den Übergang zur waschbeton geprägten Fußgängerinnenzone. Das ist heute ja nicht mehr so, die haben ja einmal den Fußboden ausgetauscht, aber damals war das alles sehr schön mit Waschbeton wie der Selbstweg. Unter der riesigen Betonplatte mit den drei großen achteckigen Löchern fällt mein Blick auf die mit Tauben abhaltenden Draht dekorierten Säulen, an denen zudem Ampeln und Schilder befestigt sind. Grün, der Bus fährt ruhig, dem krassen Fall von Fehlplanung, zügig und passiert Gießens Vorzeigekaufhaus. Hier hat die Karstadt Quelle AG ein Tempel des Konsums geschaffen, genutzt auch für illustre Veranstaltungen und Werbeaufnahmen mit Kaufbotschaft. Danach geht es zickzack auf kleinen Straßen durch die Innenstadt. Als der Bus in einer dieser Gassen hält, empfange ich wieder die Botschaft. Links tut sich Gießens bekannteste Baulücke auf. Jahrelang konserviert im Streit zwischen einem profitinteressierten Kapitalisten mit nahegelegenem Wohnsitz und der mit ihm hoffnungslos verfeindeten, auf eigene Macht bedachten Stadtführung. Regieren heißt, jene Dinge beliebig zu beschleunigen, die den Mächtigen gefallen, und die anderen mit allen Regeln der Bürokratiekunst zu verschleppen. So tut sich diese Fläche Kraft ständiger Konkurrenz der Mächte seit Jahrzehnten nichts. Ach, Mitleid regt sich in mir irgendwie nicht. Mein Blick fällt auf die Fassade, die den Platz nach hinten begrenzt. Sie sehen ein leerstehendes Haus, das gibt's heute nicht mehr. Sie sehen ein leerstehendes Haus, das ist die Rückseite des ehemaligen Geschäfts Samenhahn. Das Spannende ist hier aber die längst vergangene Geschäftstätigkeit, sondern die Häuserkämpfe. Und so geht's weiter bis zur Gutfleischstraße. Das will ich nicht alles vorlesen, das ist ein langer Weg. Also wenn ich das hier weitermache, würde ich mich befreuen, wenn sich auch andere beteiligen an dieser Aktionskleinkunstbühne und verschiedene Sachen so vorstellen. Heute habe ich noch keine Gäste dafür gewonnen, deshalb habe ich einen Gast per Film dabei. Also eine Aktionsgruppe, die nicht aus Gießen ist, eine Aktionsgruppe, die vor allen Dingen in Berlin aktiv ist, das Peng-Kollektiv, eine Gruppe, die fantastische, faszinierende Kommunikationsguerillas macht, also die unter dem Label von anderen sich in Veranstaltungen einschleißt. Ist Peng, der Mann, oder? Peng, einfach so Peng, Ausrufezeichen, Kollektiv, so geschrieben. Und wir sehen einen Film mit Ausschnitten aus zwei Auftritten von denen. Einmal bei einer Shell-Veranstaltung und einmal selber als Vattenfall. Die Verantwortung zu übernehmen. Ich bin nämlich heute Sven Anzwar, deren Pressesprecher, und wir werden hier mit der Responsibility Initiative, das ist die neue große Umstrukturierungsmaßnahme in der Lausitz, ganz klar machen, dass es so nicht weitergehen kann, dass Vattenfall dort nicht verkaufen wird, sondern die Verantwortung für die Region übernimmt und auf 100% erneuerbare Energie setzt. Und noch vieles mehr, das seht ihr gleich. Thank you.
Tell us. So what happened? What is wrong? I'm not even really sure what was supposed to happen. You have an appointment yes. Die Leute von der Presse sagen halt, ja gut, die müssen jetzt zurück zur Redaktion. Ich bin sehr froh, heute die Nachricht verkünden zu können, auf die Sie lange gewartet haben. Wir haben alle lange diskutiert. Heute steht fest, wir bleiben in der Lausitz. Aber nicht nur das. Wir werden 100% Verantwortung für die Lausitz übernehmen. Das heißt, 100% erneuerbare Energien, 100%iger Ausstieg aus der Braunkohle, 100%ig Arbeitsplatzgarantie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vattenfall. Und damit kann ich sagen, 100% Zukunft für die Lausitz. Finanzieren können wir es durch die Kohleerträge. Wir haben, und da muss ich den Gewerkschaften und den Leuten von der CDU recht geben, es gab eine Zeit für Kohle. Und nur dadurch sind wir zu dem Großkonzern geworden, der wir heute sind, und können investieren in die großen Umstrukturierungsprogramme Richtung innovative Strategien, Richtung Zukunft für die Lausitz. Vielen, vielen Dank. Es ist ein großartiger Moment, heute verkünden zu dürfen, wir bleiben in der Lausitz. Wie wollen Sie das denn finanzieren? Wir finden das auf jeden Fall gut, dass Sie sich da so einsetzt in der Lausitz. Wir hatten wirklich viel Arbeit und Hoffnung in die Vattenfall Responsibility Initiative gesteckt und Zeit mit dem deutschen Büro investiert, dass uns die deutsche Niederlassung so hängen lässt. Das hat uns alle überrascht. Ja. Wir haben heute hier verkündet, dass Vattenfall in der Lausitz bleibt. Jetzt müssen Taten folgen. Der Pressesprecher wusste leider von nichts. Also die interne Kommunikation ist absolut untragbar. Aber wir hoffen auf das Beste. Und damit herzlich willkommen zum Science Slam in Berlin. Ich glaube, es kann losgehen. Wir fahren alle gerne Auto. Und dadurch steigt eben auch der menschengenerierte CO2-Ausstoß. Wir machen es ganz einfach, wir drehen den Spieß um. Und die Autos reinigen die Luft, anstatt CO2 rauszupupsen. So, jetzt haben wir hier unsere Wundermaschine. Eingesteckt. So. Und ist bereit. Und dann. Oh. Ah! Hier kann man den Stecker ziehen, in der Arktis nicht. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal an Shell, dass Sie uns eingeladen haben, dass Sie das möglich gemacht haben. We'll be right back.
Wir sind nicht die Einzigen, die sich über die Regierenden ärgern. Aber über manche, die sich über die Regierenden ärgern und protestieren, ärgere ich mich. Das will ich auch nicht ganz unerwähnt lassen. Vielleicht haben manche auch, muss man so einen aktuellen Bezug einbauen, heute die Nachrichten gehört, dass irgendein sogenannter Reichsbürger auf Polizei geschossen hat heute. Eine der verschiedensten Gruppierungen, die in diesem Land unzufrieden sind mit der Lage und Positionen vertreten, bei denen sie meinen, dass die Lage sich wieder verbessert, wenn sie das Rad der Geschichte zurückdrehen. Da werden also die absurdesten Sachen verkündet. Und auch das ist mitunter so, dass es einfach zum Totlachen ist. Und ich denke mir, eine Form der Auseinandersetzung auch mit Menschen, die auch kritisch sind und die ich gerne gewinnen würde für eine emanzipatorische Idee von Politik, zu konfrontieren mit dem Mist, der da halt so verzapft wird. Also das in den letzten Jahren meistgelesenste Buch in dieser Szene von Leuten, die irgendwie die Regierenden und die Presse oder so etwas nicht mögen, auch wenn sie ihre Informationen dann meistens daher, eines aus einem der aus dem meistgelesensten Buch in dieser Szene der letzten Jahre will ich einfach mal was vorlesen, weil ich das ziemlich interessant finde, auf was für absurden Unsinn große Teile von Protestbewegungen jetzt gerade, egal ob sie unter dem Label Pegida oder irgendetwas anderes auftreten oder AfD wählen oder was auch immer, das sind ja auch Protestformen inzwischen, die zahlenmäßig durchaus bedeutungsvollsten, ich zitiere mal aus dem meistgelesensten Buch der letzten Jahre in dieser Szene. Gleich am Anfang, die allerersten Worte, so geht das los. Deutschland, oh du goldenes Elysium! Du kraftvoller Stier, du bist die Macht, die ganz Europa trägt. Du bist das Schönste aller schönen Länder. Du bist das warme Licht des Südens und das kühle Meer des Nordens. Darüber die sternenklare Nacht. Niemals möge der Adler seine wachsamen Augen von dir abwenden und immer da mögen seine scharfen Fänge und sein starker Schnabel dich beschützen. Du bist das Paradies und ganz gleich wie viele Hurensöhne dich noch verraten werden, am Ende wirst du sie alle überleben. So, dann geht das so durch dieses Buch durch und dann lässt er sich über alles Mögliche ein, unter anderem ein Zitat, Geisteskrankheit namens Gender Mainstreaming, das ja nochmal richtig hochkarätig argumentiert ist, als Geisteskrankheit zu bezeichnen. Oder, und so ist die Ehe vor Urzeiten für die Stabilität einer Familie erfunden worden und keineswegs, damit man eine tolle Party namens Hochzeit feiert und anschließend dem Familienmodell Papa, Papa, Strichjunge frönt. Oder die Schwulen- und Lesbenlobby ist hierzulande die mächtigste gleich nach dem Beamtenbund. Ich werde jetzt erklären, wie es dazu kam, dass aus den tapferen Deutschen brüderlich mit Herz und Hand das größte Hosenscheißervolk der Welt wurde. Auch zur Sozialpolitik. Enteignung von Privatvermögen zugunsten von Sozialparasiten und Parasitenstaaten, Sozialklimbim, noch und nöcher und Wohltaten für alles und jeden. Der deutsche Intellektuelle der Gegenwart ist von Natur aus dumm. Und die zweite Todsünde der Frauenbewegung war der Umstand, dass sie sich von Lesben infiltrieren und dominieren ließ, bei näherem Hinsehen hauptsächlich einer Lesbenveranstaltung auf den Leim ging, welche man nach außen hin als die Sache der Frau verkaufte. Da sieht man mal wieder, wie manipulierbar Frauen sind, um nicht das Wort doof in den Mund zu nehmen. Also das stammt aus dem Buch Deutschland von Sinnen. Das ist von Akif Birinci geschrieben und hat extrem hohe Auflagen erzielt. Also es war eine Phase, das meistverkaufteste Buch in Deutschland überhaupt. Ist nicht mein Lieblingssatz von dem, was so es gibt. Die haben verschiedene Zeitungen. Ich gucke mir den Bahnhofskiosk an. Ich will mir ja kein Geld in Rachen werfen. Mein Lieblingssatz, auch in der Szene, auch eine relativ viel gelesene Zeitung, Eigentümlich frei heißt die. Er hat sich auch mit diesem, die nennen das Genderismus, also die Gleichstellung von Frau und Mann halten die für was ganz Schlimmes in dieser Szene. Ich lese mal, also mein Lieblingssatz in dieser Szene, der wirklich so ist, dass ich mir so denke, wie können die sich selbst ernst nehmen? Also wie können die so auf der Straße unterwegs sein und ihren Führern zujubeln, die da Folgendes zum Beispiel schreiben. Eine für den Mann kochende Frau ist ein transzendentales Urerlebnis. Vergleichbar mit dem Öffnen des ersten Dosenbieres, dem Jagen eines wilden Tieres oder dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich meine, das ist ja ein lustiger Satz, nicht? Also, wenn der ja auch noch andere, also was ist am Öffnen eines Dosenbieres ein transzendentales Urerlebnis? Aber mit Logik kann man diesen Sätzen, glaube ich, nicht wirklich beikommen. Macht auch keinen Sinn. Ich gehe lieber wieder zu den Aktionen über, die ich
lieber Marc. Wenn ich in die letzten Jahre zurückschaue, ich finde, erfolgreichste Kampagne, an der ich mitgewurschtelt habe, der Kampf gegen die Agrogentechnik. Das hat ja auch hier in Gießen viel stattgefunden, wenn vielleicht einige auch mitgekriegt haben. Die Uni Gießen als so einer der Hardcore-Landwirtschaften in Deutschland, also sehr bekannt dafür, dass sie so eine sehr industrielle Landwirtschaft bevorzugt, hat schon immer sehr viel mit Gentechnik herumgemacht und hat halt auch verschiedenste Felder angelegt. Das war in den 90er Jahren bereits so, in der Wetterau, in Gießen, in Rauschalshausen auf deren Versuchsgut. Und dann gab es eine Pause und dann haben sie wieder angefangen. 2006 gab es eine Feldbefreiung auf der Fläche. Das war hier auf der Versuchsgelände an der Rathenaustraße. 2007 wurde das auch zerstört. Und 2008 haben wir dann diese Fläche besetzt. Also wir haben eine Türme dort gebaut und so weiter und so fort. Und da wir dann immer auch in die Innenstadt gezogen sind, haben wir da auch wieder ein Lied geschrieben. Diese Besetzung in Gießen, die war ja 3 Wochen lang, saßen wir dort und dann hatten wir unseren Besetzersong. Das werdet ihr auch kennen. Na, weiß ich nicht. Also, die Älteren bestimmt. Früher Abend, die Aktion war riskant, schon seit Mitternacht hing ich am Plattformrand bei jeder Wange. Vorüberfuhr, hob sich die Laune. Auf einem Fahrrad kam der Wachschutz daher und er sagte, ich verhafte dich sehr. Doch ich lachte und sprach, hier oben kriegst du mich ewig. Ein Turm fürs Genfeld, der ist immer dabei, denn ist es früher. Und was ist schon dabei, die Vögel singen. Dort ist duftet das Schnee, wenn ich träume. Ein Turm im Genfeld, zwischen Loch und zum Klo, sucht Scheinwerfer, leuchte mir sowieso. Ein Turm im Genfeld, mache irgendwo ganz alleine. Etwas später, soll das Maisfeld ins Gras, auf unsere Sense, ist nämlich meistens Verlass, auch mit der Hacke. Bring dir den Genscheiß großen Schaden. Auf einmal hieß es ist höchste Zeit, doch ist es dunkel und das Feld ist nicht weit. Und ich lachte und sprach, dem Genmeiß werden wir es jetzt geben. Sense, Maisfeld, ich hack es zu breit, denn es ist Sommer und die Saison fast vorbei, die Grillen singen. Und es duftet nach Heu und nicht Träume. Sense im Genfeld, zwischen Blumen und Stroh und auch Monsanto, brennt bald so oder so, geh meist hin rüber, gibt es nirgendwo schönes Leben. Also das ist einfach das Originallied, was wir damals gespielt haben. Auf dem Feld, oben, da muss man sich ja vorstellen, 12 Meter hohe Türme mit einer Plattform oben, wo wir halt waren, das war immer sehr amüsant, wenn uns da jemand runterschicken wollte, dann guckte man, das waren alles so kleine Figuren da. Es war ja ein sehr, sehr erfolgreicher Kampf in dem Sinne, dass es meines Erachtens auch schon lange nicht mehr gelungen ist, eine Technik und die mit ihr verbrüderten Konzerne tatsächlich komplett aus dem Land zu jagen. Wir haben seit 2012 keinerlei Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen mehr in Deutschland. Die Firmen haben sich aus Deutschland zurückgezogen. Das wird sich auch nicht ändern, wenn Bayer jetzt Monsanto kauft. Die werden hier nichts machen, weil es ist auch egal, ob ein Freihandelsabkommen kommt. Hier anbauen werden sie das nicht, weil sie sind gegangen, weil es sich hier nicht durchsetzen ließ. Und der Kampf war sehr kreativ, mit sehr unterschiedlichsten Aktionen. Was da alles entstanden ist, das war total faszinierend. Und das war so prägend, dass es sogar an ganz ungewöhnliche Orte schwappte. Also die Idee des Widerstandes auf den Feldern mit seinen ganzen kreativen Formen tauchte plötzlich in Filmserien wie Tatort, Lindenstraße und so weiter auf. Das fand ich so bemerkenswert, dass ich mir dachte, das gucken wir uns jetzt mal als nächstes an. Hallo! Kennst du die Frage
haben, als der nicht in Zahlen greifbare Wert von Menschen, Tieren und Umwelt. Werden, um nochmal zu zeigen, dass wir nicht für Zerstörung stehen, sondern für Erhaltung der Weizenkultursorten und der Vielfalt und der Reinheit unserer Nahrung. Auf dem Brot steht drauf, unser täglich Brot ohne Gentechnik. Los, was? Jetzt raus! Machen wir es auf und rufen Sie die Polizei! Wenn Sie bereit sind, werde ich unten kommen. Kann ich nicht sehen, auf alle Fälle höchstens ein Wachschutzmann. Ich rupfe hier den Weizen raus, ich habe leider meine Hacke verloren, weil ich mir sehr Mühe gegeben habe, den Wachmann zu beruhigen. Hat offensichtlich funktioniert. Man wartet jetzt auch, bis die Polizei kommt. Wir wollen hier den Sortenversuch platt machen, unschädlich machen. Hier werden gentechnisch veränderter Weizen, wird hier freigesetzt in unmittelbarer Nähe zur Samenbank. Institut für Kulturpflanzenforschung und Genetik. Und es ist völlig unverantwortlich, dass die hier einen gentechnisch manipulierten Weizen freisetzen. Ja, ich weiß. An den Zaun los. Heute gibt es hier eine Demonstration mit Fahrrädern, und zwar gegen einen relativ neu angemeldeten Gentechnik-Acker der Firma BASF. Die BASF plant also hier in Falkenberg, Ortsteil Grassau, den Anbau von gentechnisch veränderten Kartoffeln im Freiland. Wir fahren jetzt also mit den Fahrrädern zu dem Acker, der ist hier 5 Kilometer außerhalb von Falkenberg, Elbe Elster. Wenn wir dort angekommen sind, dann drücken wir natürlich durch unsere Anwesenheit erstmal Protest aus, aber auch durch eine kleine Aktion. Wir wollen einfach gentechnikfreie Kartoffeln dort in der Erde verbuddeln, wo also die Gentechnik-Kartoffeln ausgebracht werden sollen, und wollen damit also den Platz besetzen, symbolisch, mit Hilfe von unseren Kartoffeln, die nicht patentiert sind, die niemandem gehören und die frei verfügbar sind für alle, und jeder darf ernten und pflanzen und verteilen und verschenken, wie er lustig ist. Und wir wollen symbolisch ausdrücken, das Land gehört allen, das Land gehört denen, die es bebauen. Und nicht wenigen Großkonzernen, die der Meinung sind, sie könnten hier mit Hilfe von Gentechnik Patente bekommen und die Kontrolle über Saatgut erlangen. Und wir haben die Information bekommen, dass eine Gruppe, die nennt sich Ortsgruppe La Via Campesina Falkenberg, dass die bereits hier nächtens schon mal tätig waren und schon mal 40 Kilogramm gentechnikfreie Kartoffeln eingebuddelt haben. Wir haben also dieses Feld umgewandelt von einem BASF-Versuchsfeld in ein Feld, was zur Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Sie laden also alle ein, hier diese Kartoffeln auch selber anzubauen, die vielleicht auch zu pflegen übers Jahr, und wenn dann im September die Kartoffeln etwa reif sind, dann auch die Kartoffeln hier zu ernten. Also jeder, der da Lust drauf hat, ist da gerne zu eingeladen. Guck mal hier, ich mach zack, jetzt kommt die Kartoffel rein, habe ich die Kartoffel reingeladen. Ach, was gibt es Schöneres für einen Gengegner, als an einem sonnigen Tag bei viel frischer Luft den Erfolg zu genießen. Hier auf einem Versuchsfeld der Uni Gießen in Groß-Gerau haben der Umweltaktivist Jörg Bergstedt und seine Freunde mal wieder die Aussaat von Genmais verhindert. Das zweite Feld innerhalb weniger Wochen. Das ist natürlich eine schicke Situation, die wir ja jetzt auch erreicht haben. Die Universität Gießen, die das betreibt, hat aufgegeben, hat den Versuch abgebrochen, und damit ist Hessen gentechnikfrei. Und das hatten wir ja auch dann hier bei unserem letzten Feld auch so angekündigt. Jetzt wollen wir Hessen ganz gentechnikfrei. Das letzte Feld, damit meint er dieses hier in Gießen. Hier wollte die Uni eigentlich gentechnisch veränderte Gerste ausbringen. Doch auch das haben die Gengegner erfolgreich sabotiert. Also ich fühle mich hier recht wohl und lässt sich eine Weile aushalten, bis dass die Polizei einen dann vielleicht runtergeholt hat.
Ein weiterer Freilandversuch in Rauschholzhausen scheiterte am Widerstand der Bevölkerung. Und so langsam gehen dem Leiter der Forschungsabteilung die Versuchsflächen aus. Die Besetzung bedeutet, dass wir daran gehindert werden, diese Versuche durchzuführen. Die Gegner wollen jedenfalls weiterkämpfen. Das, was wir jetzt erreicht haben, davon hätte ich schon nicht geträumt. Und natürlich ist das nur tragend, wenn viele Menschen sich auch ermutigt fühlen. Ich finde, diese Besetzung hier ist auch ein Signal, Widerstand lohnt sich. Immerhin, die Gießener Uni will in diesem Jahr keine Freilandversuche mehr mit Genpflanzen durchführen. Diesen Erfolg wollen die Aktivisten mit einer Riesenparty am 1. Mai feiern. Und dort können Sie ein paar Genkartoffelgegner sehen, die versuchen, ja, diese Genkartoffelzüchtungen, Projekte zu behindern. Schauen Sie mal. Dieses Hin und Her verunsichert viele, besonders die Menschen unweit des Versuchsfeldes in Mecklenburg. Es gibt keine Sicherheit, dass die Genkartoffeln, die hier auf diesem Acker wachsen sollen, nicht doch irgendwo anders in Verkehr kommen. Damit genau das nicht passiert, protestierten Anwohner und Bauern bereits gestern. Symbolisch verteilten sie Bio-Kartoffeln auf dem Acker, auf dem schon bald Laborpflanzen wachsen werden. Am Flora, für die Wissenschaft noch ein großes Experiment, für die Politik wohl noch lange Zankapfel. Wahnsinn. Was für ein massives Gerät, oder? Ja. Diese Mördersteinschleuder, da haben Sie das gesehen? Unfassbar, diese hochtechnisierten Ökoterroristen schrecken ja vor nichts zurück. Sind das diese transgenen Kartoffeln? Nein, damit wurde die Versuchsfläche verunreinigt. Das sind die Folgen der Angstkampagne, die seit Jahren von der Politik und in den Medien geführt wird. Haben Sie denn keine Angst, dass Ihre Pharmakartoffeln beim Bauern nebenan wachsen? Ich meine, das Problem der Auskreuzung, das passiert bei Kartoffeln nicht. Die vermehren sich vegetativ über die Knollen. So absoluter Quatsch. Sobald ich mit einer Pflanze ins Freiland gehe, besteht natürlich immer die Gefahr, dass sich die genetische Information unkontrolliert überträgt. Sind Sie auch vom Institut? Nein. Werden Sie vielleicht unsere Argumente interessieren? Besuchen Sie auch mal die Internetseite, ja? Ihnen geht es doch nicht um Argumente, Sie wollen ein Denkverbot. Im Gegenteil. Wir lassen uns das Denken nicht verbieten. Was die da mit ihrem transgenen Gemüse vorhaben, das ist kriminell. Der hierin erkennbare Vorsatz sowie der Versuch, die Beteiligung an der Tat zu verschleiern, lässt begründet darauf schließen, dass der oben genannte ein politischer Überzeugungstäter ist, der ähnliche Taten wiederholt begehen wird. Die unter seiner Leitung tätige Gruppe ist demnach auch als kriminelle Vereinigung im Sinne des Paragraphen 129 StGB einzuschätzen. Und was heißt das jetzt? Das ist großer Mist. Selbst wenn das mit der kriminellen Vereinigung nur eine Nebelkerze ist. Mit so einer Begründung sind zuletzt Feldbefreier in Gießen zu halbjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, Jack. Thank you.
Also ganz häufig helfen ja schon ganz kleine Dinge, irgendetwas kreativer zu gestalten. Wenn ihr irgendwie durch die Stadt geht und Flugblätter verteilt und ist irgendjemand dabei und macht irgendwelche Theatergeschichtchen oder spielt Musik oder macht irgendetwas total Einfaches, wird das einfach schon viel mehr Wirkung haben. Oder verteilt mal, macht das mal als Test, verteilt mal Flugblätter und dann geht auf Hochstelzen, entsprechendes Kostüm, und geht auf den Hochstelzen und verteilt die Flugblätter. Der Unterschied ist einfach unfassbar dramatisch. Also auf den Hochstelzen hast du eine 100% Annahmequote. Du gehst dann runter und bietest denen das an. Das kannst du auch in anderen Performances machen. Also sich da Dinge auszudenken, lohnt sich eigentlich immer. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es welche gibt, die sich darüber ärgern. Die hätten das gerne, dass wir langweilige Latsch-Demos machen, uns auf Unterschriftensammlungen, das alles schön berechenbar. Das ist der Sandkasten, den das formale Recht uns gegeben hat, wie wir unseren Protest äußern können und sollen. Das ist dann immer nach einem Tag vorbei, oder ganz viele Demonstrationen verlaufen ja tatsächlich so. Ich erinnere mich an diese Wir haben SAP-Demo zum Beispiel, wo ich auch häufiger dabei war. Die richtet sich gegen die Grüne Woche, aber die wandern am Samstag durchs leere Regierungsfeldviertel. Also mit der Grünen Woche haben die überhaupt keinen Kontakt, das ist 10 Kilometer entfernt. Das ist alles so eine, ja, so die Begleitfolklore des Unabwendbaren. Und ich finde, dass Aktionen etwas ganz anderes herstellen müssen. Die müssen Kommunikation erzeugen, sie müssen Druck erzeugen, sie müssen auch einfach mal was beenden können. Das gefällt natürlich einigen nicht, die den Staat vom Status quo profitieren. Und dann kommt es natürlich zu einer Reihe von merkwürdigen Auseinandersetzungen. Haben wir in Gießen ja auch unendlich viele erlebt. Also wer sich das als volles Programm geben will, müsste sich mal entweder dieses Tatort Blutfleisch oder eben den Video Fiese Tricks von Polizei und Justiz, den findet man auch auf YouTube oder sowas, gibt es auch als DVD. Das ist die ganze Geschichte der Auseinandersetzung, die wir mal mit den Repressionsbehörden gefahren haben, aufgezeichnet. Nur eine kleine Anekdote, eine aus der Anfangszeit, das war alles noch so relativ harmlos. Im Jahr 2002 wurde in Gießen die Gefahrenabwehrverordnung eingeführt, die gibt es auch heute noch. Ein Kunstwerk der inneren Sicherheitsgestaltung basiert auf den hessischen Polizeigesetzen, und Gießen hat das auch gemacht. In der Gefahrenabwehrverordnung stehen ungemein wichtige Dinge, dass man da zum Beispiel innerhalb des Innenstadtrings nicht keine Teppich ausklopfen oder so etwas. Also das braucht die Welt. Also ohne diese Verordnung würde Gießen wahrscheinlich in einer riesigen Staubwolke versinken. Und unter anderem, und da sieht man halt, was die eigentlichen Ziele von solchen Sachen sind, es ist verboten, innerhalb des Innenstadtrings mit mehr als zwei Leuten zusammen Alkohol zu trinken. Nun tun das natürlich viele Leute, aber es ist wirklich verboten, und dieser Paragraph steht natürlich stellvertretend für eine Formulierung, die Mensch im Moment so noch nicht in Gesetze reinschreiben darf. Da würde das Verfassungsgericht das kippen, nämlich wenn man reinschreiben würde, alle Leute unter so und so viel Einkommen und mit bunten Haaren und ohne festen Wohnsitz sollen hier nicht rein. Das ist das Eigentliche, was da drin steht. Jetzt geht halt die Polizei hin und vertreibt die Leute, die da halt zusammen sitzen und Alkohol trinken. Oder jedenfalls können sie das nach der Gefahrenabwehr. Was machen wir Kreativaktivisten und Aktivistinnen? Wir kehren das Spiel um. Ich weiß, dass ich damals mit in Polizeiuniform, das ist erlaubt, verboten ist nur die Amtsanmaßung, ich darf also keine Amtshandlung jetzt machen. Also nicht irgendwie eine Falschparkengebühr oder so etwas passiert. Wir gehen in Polizeiuniformen an die Glühweinstände. Also das war passend auch, die Stadtverordnetenversammlung war damals im Dezember. Wir gehen an die Glühweinstände und treiben die Leute dort weg. Und wenn die normale Polizei kommt und sich zur Überraschung mit uns beschäftigt, obwohl wir noch gar nicht Alkohol trinken, sagen wir immer, na gut, wenn Sie hier bleiben wollen, dann übernehmen Sie diesen Stand, wir gehen dann zu anderen. Also wir haben ganz viele solche Auseinandersetzungen gemacht mit rund um diese Gefahrenabwehrverordnung. Und das war sehr interessant, wie sich die Lage dann zuspitzte. Manche werden sich vielleicht auch noch erinnern, aber es ist eine so der Anfangsstorys dieser ganzen fiesen Tricks von Polizei- und Justizgeschichte. Nämlich am Vorabend der Stadtverordnetenversammlung verschwand ich das erste Mal in meiner Gießener politischen Auseinandersetzungskarriere in dem Polizeigewahrsam in der Fernistraße. In der Fernistraße ist das Polizeipräsidium. Und dort kommt man halt rein, wenn die einen weg haben wollen. Also das ist das, was man früher Schutzhaft nannte. Das ist ja nach 1945 dann mal abgeschafft worden. Jetzt gibt es das inzwischen wieder, jetzt heißt es Unterbindungsgewahrsam. Du hast nicht irgendetwas gemacht, sondern sie packen dich weg, damit du nichts machst. Und da braucht man aber auch eine richterliche Vorführung. Und ich war nicht alleine, wir waren zu zweit, haben wir uns einfach am Abend vorher eingesackt und wir waren einfach verschwunden. Und dann war das sehr interessant, weil die am nächsten Tag dann zu der Richterin, Amtsrichterin Kaufmann gegangen sind, die Staatsschützer mit uns, und haben der erzählt, wir seien beim Graffiti-Sprühen am Rathaus.
erwischt worden. Weder waren wir überhaupt am Rathaus, noch war irgendein Graffiti am Rathaus. Nicht, dass wir nicht am Rathaus waren, das können wir ja einfach so behaupten. Aber es war nirgendwo irgendein Graffiti. Es gab auch keine Sprühdose, es gab gar nichts. Es war völlig frei erfunden. Und noch am selben Tag entstand dann, also ich habe das ja nur aus Erzählung mitgekriegt, weil ich war ja dann im Keller der Fernstraße. Und noch am selben Tag ist eine der berühmtesten Lügen oben drauf gesetzt worden. Es kam ja dann trotzdem zur Auseinandersetzung um die Gefahrenabwehrordnung, sehr rabiate Polizeieinsätze. Und dann ging der damalige Bürgermeister von Gießen, der hieß Herr Haumann, zur Presse und erzählte denen, dass dieser ganze Aufriss notwendig war, weil es eine anonyme Bombendrohung gegeben hätte. Und 3 Monate später musste er öffentlich einräumen, dass er sich völlig frei ausgedacht hatte. Das war sehr interessant, weil auch juristisch sehr interessant, was er jetzt entstand, weil er hat dann rumgeeiert wie sonst was, hat dann erstmal gesagt, ja, da hätte er sich wohl missverständlich ausgedrückt, dann ist in der Gießener Allgemeine das Zitat nochmal ausgehört, das war dann Ende Februar des Jahres danach, ist das Zitat nochmal gebracht worden, da hat er sogar eine Uhrzeit genannt, wann die Bombendrohung eingegangen ist. Das kann man schlecht auslegen, dass er nur sagen wollte, er hat nämlich behauptet erstmal, er wollte sagen, es könnte ja auch eine Bombendrohung eingehen. Komisch, dass er die Uhrzeit auch schon wusste. Also das musste er dann zugeben, war wohl ein bisschen blöd. Und dann meinte er, ja, aber es sei ja egal, weil die Polizei hat das ja gewusst, dass es eine Lüge war. Und das finde ich jetzt eine ziemlich interessante Variante, die da ins Spiel kam, weil aus zweierlei Gründen. Erstens, was machen wir? Wir haben als scheinbar ein Journalist aus Berlin angerufen bei der Polizei und haben dazu ein Interview geführt. Und das war sehr interessant, weil wir haben es mit dem Polizeichef vom Dienst geführt, viele, viele Tage später, und er war da immer noch der Auffassung, dass es eine Bombendrohung gegeben hatte. Also sie hatten noch nicht mal innerhalb ihres Führungsstabs selber eingeräumt, dass das falsch war. Also definitiv an die Polizei ist groß. Sie sind auch mit Sprengstoffhürhunden vorbeigegangen. Juristisch ist aber auch nicht uninteressant. Der Haumann ist ja auch Jurist. Ne? Also das, was der gemacht hat, ist die Vortäuschung einer Straftat. Und das ist eine Straftat. Und es ist mir völlig neu, dass die Vortäuschung einer Straftat keine Straftat mehr ist, wenn die Polizei weiß, dass es eine Straftat ist. Das würde für Banküberfälle ja ganz neue Perspektiven eröffnen. Wenn die Polizei weiß, dass es eine Straftat ist, ist es keine Straftat mehr. Aber es hat gehalten. Also die Gerichte haben da einfach nichts gemacht. Es gab kein Verfahren und nichts. Und das haben wir halt mehrfach erlebt, dann später auch. Auch ein sehr berühmter Fall, sein Parteikollege, der damalige Stadtverordnetenvorsteher, Herr Geil, hatte ja, vielleicht können sich auch daran noch verschiedene erinnern, es gab ja dann eine Debatte in der Stadtverordnetenversammlung und dort waren Leute auf der Tribüne und haben ein Transparent entrollt, auf dem stand so Lügen und sowas im Billigangebot bei Haumann gleich im Dutzend oder sonst was, also eine Kritik an dieser Geschichte, dann wurde das geräumt, aufwendig oder so etwas. Und es gab dann wiederum eine Debatte darum, weil dann die Oppositionsparteien registrierten, dass ganz viel Polizei schon von Anfang an zivil im Saal war und die sich geärgert haben, dass sie das nicht wussten. Und dann hat der Herr Geil gesagt, öffentlich gegenüber der Presse, dass er das auch nicht wusste, was ja sein kann. Dann kam es zu einem Gerichtsverfahren wegen dieser Aktion, kann ich mich noch erinnern, ich war ja mit angeklagt, wegen dieser Aktion, Hausfriedensbruch oder wie das dann sich immer schimpft so, wenn man sich politisch einmischt. Und da trat der Herr Geil als Zeuge auf und wiederholte das, dass er das auch nicht wusste. Jetzt sind wir vor Gericht. Wenn das jetzt falsch wäre, wäre es eine Falschaussage vor Gericht. Und dann kam der Polizeiführer in diesem Prozess und erzählte, warum auch immer die sich so schlecht abgesprochen haben, ich habe mich vorher mit Herrn Geil getroffen und wir haben das alles durchgesprochen. Und dann war klar, es ist eine Falschaussage vor Gericht, aber das Verfahren gegen Herrn Geil ist eingestellt worden mit der spektakulären Begründung, dass er da wohl ein Blackout hatte und irgendwie nicht wusste, was er tut. Also, wenn es dann doch mal nicht geht, stand auch in den Medien richtig drin, so auch im Kommentar so, dass egal jetzt eigentlich wie peinlich ist es auf jeden Fall, aber er ist danach wieder zum Stadtverordnetenvorsteher gewählt worden. Solche Leute will man offenbar als seine Führung. Naja, wir sind danach, ich war 2003 8-mal in Unterbindungsgewahrsam, das wurde halt so langsam normal und das reichte für uns, damit wir damit auch klar kamen, dass wir ständig irgendwo auf der Straße eingesammelt wurden, dass sie auch dazu ein Lied geschrieben haben. Also ein Lied nur für Verhaftungssituationen. Das haben wir dann immer geträllert, weil das ist auch schön entspannend. Wenn du dahergehst und statt irgendwie dich aufregst und dich irgendwie schlecht fühlst, wenn die Polizei dich, haben wir dann halt lieber was gesungen. Vielleicht kennt ihr das Lied auch wieder. Ob Gedichte lesen oder Rückweg nach August,
Infostände am Marktplatz oder einfach geradeaus. Diese Polizisten haben dich überwacht, schauen dir in die Taschen, nimm dich mit für die Nacht. Welcome to the Hotel, fähr die Straße. Such a lovely place, nur mit Fliesen vom Face, such a lovely place. Plenty of rooms at the Hotel, fähr die Straße. Any time of year, unentleidet höher, you can find us there. Denkst du dir dann, naja, schlimmer wird es wohl nicht. Irrst du dich ganz gewaltig, denn aus staatsschützer Sicht wird eine Straftat erfunden, meistens ganz ohne Sinn. Doch ein Bulle als Zeuge weicht unseren Richtern meist hin. Welcome to the Hotel, fähr die Straße. Such a lovely place, nur mit Fliesen vom Face, such a lovely place. Plenty of rooms at the Hotel, fähr die Straße. Any time of year, on einem kleinen Verhör, you can find us there. So, das ist einfach besser. Also wir haben eine Menge von Methoden entwickelt. Wir haben eine Menge von Methoden entwickelt, wie wir damit umgehen, wenn die Polizei uns da festnimmt. Also wir machen zu sowas ja auch Trainings oder so, und wer Lust hat, sich so etwas mal einzuüben, das ist so viel besser, wie zu sagen, dürfen Sie das überhaupt, zeigen Sie mal Ihren Dienstausweis. Das ist alles Gejammer, das ist alles die Rhetorik von Menschen, die sich unterlegen fühlen. Und wo wir hinkommen müssen, ist, dass die Polizei irgendwann mal sagt, nerven Sie mich so rum, dann bin ich da, wo ich hin will, nämlich dass die Polizei keine Lust mehr hat auf die Situation. Und egal, wie es ausgeht, die können mich immer mitnehmen. Natürlich, das ist keine Frage. Die können mir auch eine reinhauen, das ist auch keine Frage. Ich habe auch kaum eine Chance, dagegen was zu tun. Aber ich möchte eine Situation haben, in der klar ist, dass Sie jetzt verloren haben. Also, dass Sie durchgedreht sind, dass Sie nicht mehr weiter müssen. Das ist einfach netter. Das geht auch, wenn die dich mal mitnehmen. Ich habe in meinem Leben zwei Romane veröffentlicht. Der zweite ist der hier, Hinter den Laboren. Und das ist ein Roman, der in eine fiktive Story eine Menge von solchen Widerstandserfahrungen hineinlegt. Wie das halt so geht. Und es gibt hier ein Kapitel, da werden halt Aktivisten verhaftet. Das ist ein Buch, das ausschließlich geschrieben aus der Sicht der verzweifelten Polizei und aus der Sicht von einer Lobbygruppe, die etwas durchsetzen will. Also die Aktivistinnen und Aktivisten kommen hier immer nur quasi so als Gegenstand vor. Und jetzt sind wir... Nach einer Aktion haben die Leute festgenommen, die auf einen Kran geklettert sind. Und die beiden Staatsschützer und Staatsschützerinnen Melana und Nermin müssen die jetzt verhören. Verhör heißt das Kapitel. Und dann geht es so los und ich fange mal hier an, wie das mit dem Verhör losgeht. Fast 40 Minuten später betrat zunächst Nermin das Vernehmungszimmer. Vor ihr saß eine kleine, eher zierliche Person in dunkler Kleidung. Die dunklen, ungekämmten Haare trugen Spuren pinker und dunkelblauer Farbe. Nermin gab sich betont höflich. Guten Morgen, geht es Ihnen gut? Keine Antwort. Routiniert überging sie diesen ersten Hinweis darauf, dass sich die Stille im Raum wohl fortsetzen würde. Wir brauchen noch ein paar Informationen von Ihnen, dann können Sie gehen. Aus den Augenwinkeln beobachtete Nermin die Reaktion. Sie unterblieb. Möchten Sie einen Kaffee? Wieder keine Antwort. Moment, ich komme gleich wieder. Nermin verließ den Raum und ließ die Person noch einmal fast 10 Minuten allein. Dann setzte sie sich neben ihm. Ach, das muss ich vielleicht noch erklären. Meine Romane sind alle in einer geschlechtsneutralen Sprache, die wir extra dafür entwickelt haben, weil wir das ziemlich albern finden, dass hier in der ständig ausgedrückt wird, ob jemand Mann, Frau oder irgendetwas anderes ist, was meistens ja vollkommen unbedeutend ist. Da kommen hier Wörter vor, die ihr noch nicht so richtig kennt, aber man gewöhnt sich schnell daran. Zum Beispiel Sie, das ist eins von... Dann setzte sie sich neben Sie, stellte das
UPET in die Docking Station, das ist eine fiktive Story in der Zukunft, da sind einige Geräte dabei, die gibt es noch gar nicht, in die Docking Station und holte die Bilder des besetzten Krans und der Räumung auf dem Bildschirm. Fast eine Minute füllte der Ausschnitt des Kranauslegers mit den drei Besetzis die Tischfläche. Und erkennen Sie sich? Stille. Ich muss ja mal Respekt bekunden für die sportliche Leistung. Naomi beobachtete weiter die Person, die aber unbewegt dort saß. Mehrere weitere Versuche mit freundlichen Bemerkungen oder Fragen einen Kontakt aufzubauen scheiterten. Ich bin noch mal kurz weg. Wenn Sie sich die Bilder angucken wollen, klicken Sie hier einfach auf die Pfeile für vor und zurück. Ich habe sie im Zwischenspeicher abgelegt. Danach war wieder Ruhe im Raum. Naomi und Milana besprachen sich. Lass uns erstmal alle drei vergeben und schauen, ob irgendjemand redet. Wir können die danach ein zweites Mal hochbringen lassen und andere Methoden probieren. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ich gehe dann nochmal rein und stelle einfach ein paar konkrete Fragen. Wenn nichts passiert, geht die erstmal wieder runter in den Keller. Beide schauten auf den Touchscreen, wo einige neue Pressetexte über die Besetzung erschienen waren. Wer ist denn da verletzt worden? Ich weiß von nichts. Naja, vielleicht in der Nacht. Hat niemand was von gesagt. Egal. Jetzt blendet die Story, das blendet immer hin und her, in die Lobbyorganisation, die dafür ihre Interessen kämpft. Und da findet das Gespräch gerade statt. Marvin beendete seine Gespräche mit den Fördergeldstellen. Ein Tipp auf den Touchscreen brachte die neuesten Nachrichten in den Vordergrund. Zufrieden registrierte er, dass ihre Pressetexte voll eingeschlagen hatten. In fast allen Berichten über die Besetzung und Räumung fanden sich die zwei schwer verletzten Bauarbeiters, die Ajit erfunden hatte. In zwei Fällen war es sogar der Aufhänger. Marvin schlenderte zu Ajit. Gut gemacht! Hat niemand nach Namen oder Belegen gefragt? Nö, ist wahrscheinlich zu dreist gelogen. Da kommt niemand drauf, dass wir uns sowas einfach ausdenken. Am schönsten ist ja der Artikel, wo gar nicht mehr steht, wo überhaupt besetzt wurde. Ajit lächelte. Ein guter Schachzug. Wir werden uns das merken müssen. Emotion und Betroffenheit zählen, nicht Fakten. Ajits Bildschirm flackerte. Ein Programm durchsuchte ständig die Nachrichtennetze nach ausgewählten Begriffen. Zurück in die Polizeistation. Milana kam wieder in den Raum. Der Touchtable war im gleichen Zustand wie bei ihrem Abgang. Eine Abfrage mit dem UPET signalisierte aber, dass in den vergangenen Minuten alle Bilder einmal abgerufen wurden, dann aber das erste Bild wieder eingestellt wurde. Und? Gar kein Interesse an den Bildern? Flunkerte Milana. Keine Antwort. Na gut, ich stelle jetzt mal ein paar Fragen. Sie spulte routiniert die übliche Rechtsbelehrung herunter und fragte dann nach Namen, Adressen und einigen weiteren unverfänglichen Informationen. Danach folgten Fragen zum Ablauf der Aktion, dahinterstehenden Organisationen. Das Schweigen blieb. Milana klickte immer wieder die gestellten Fragen im UPET an und dann das Feld keine Antwort. Nach einigen Fragen stoppte sie und schaute zur schweigenden Person auf. Die hatte sich einen der herumliegenden Boardpens genommen und malte jetzt auf dem Touchtable herum. Große Bögen und Striche. Milana war einen Moment sprachlos. Was machen Sie da? Eine Antwort unterblieb erneut. Die Person schaute nicht einmal auf. Ganz gemächlich zog sie ihre Linien. Halt! Das ist Sachbeschädigung! Milana sprang auf, rannte um den Tisch und griff den Stift. Das Herz pochte deutlich spürbar, als sie entgeistert auf die Polycarbonatfläche schaut. Das ist Sachbeschädigung, stand dort. Drei Buchstaben fehlten noch. Milana verlor ein wenig die Kontrolle und schüttelte die immer noch schweigende Person an der Schulter. Was soll das? Aber die so geschüttelte streckte nur die nach oben offene Hand auf, als wollte sie sagen, geben Sie mir den Stift, dann male ich auch noch zu Ende. Milana drehte sich um und verließ den Raum. Lass uns mit der nächsten probieren, schlug Nermin ihr vor, die das Geschehen auf ihrem Touchscreen verfolgt hatte. Das gibt es doch gar nicht, schimpfte Milana. Komm runter, wir müssen lernen, wie die ticken. Das tun wir gerade. Fang du mit der nächsten an, okay? In Ordnung. Aber lass uns in den Rollen bleiben. Ich baue dann also von Anfang an Druck auf. So, dann geht es hier so ein bisschen weiter und ist die zweite Person da. Eine halbe Stunde später schritt Nermin zum Versammlungsraum. Gesang! Klang durch die öffnende, also das ist die zweite Person. Ne? Gesang drang durch die sich öffnende Tür. Milana, die Nermin von Fluga aus zuschaute, lächelte. Beide warfen sich einen kurzen Blick zu, dann betrat Nermin den rein weiß gestrichenen Raum. Die zweite zu vernehmende Person spazierte gerade auf der Fensterbank. Von dort hüpfte sie mit einem Sprung auf den Tisch.
der zwischen den Stühlen stand, kletterte dann herunter und umkreiste den nun im Raum stehenden Nermin, ohne auf die noch eine Weile offene Tür zu achten. Weiter geht es einmal rund um den Tisch, aber nicht direkt, sondern über jeden Stuhl einzeln. Nermins anfängliche Erstarrung löste sich und sie erinnerte sich der offenen Tür. Ein kurzer Griff und diese schloss sich geräuschlos. »Hören Sie damit auf!« brüllte sie, gleich mit einem lauten Befehlston agierend. Aber es nützte nichts. Die Person setzte ihren Marsch und den Gesang fort. Nermin achtete auf den Text. Bezahlte Arbeit, dann der ständige Drang nach Warenkonsum, später der Staat als Ganzes und sogar die Polizei wurden denunziert. Im Refrain tauchte der Traum einer herrschaftsfreien Welt auf. Ein Ende war nicht abzusehen. Außerdem schmerzte der schrille und schräge Gesang in den Ohren. »Hören Sie freiwillig auf, sonst muss ich Sie zwingen!« Sie war neben einen der Stühle getreten und wartete dort nun, bis die Person wieder ihre Nähe kam. Dann griff sie zu und brachte ihr Gegenüber mit gezielten Handgriffen erst zu Boden, dann auf den Stuhl. Zweimal unterbrach ein kurzes Stöhnen das ewige Lied. Dann setzte es sofort wieder ein. »Aufhören!« brüllte Nermin erneut. Erfolglos. Kurze Zeit später drehte sie beide Arme der siegenden Person auf den Rücken und band sie mit einer Schmerzstellung zusammen. Das Lied verstummte. Nur ein leichtes Stöhnen verblieb. Nermin verließ den Raum. Kurze Zeit später kam Belana ins Zimmer, heuchelte Überraschung vor und fragte nach dem Wohlergehen, aber sie erhielt keine Antwort. »Tut das weh?« »Stille. Ich binde sie erst mal ab. Moment. So, jetzt.« Die Fesselung war ab. Die beiden Arme fielen am Körper herab. Einige Sekunden passierte nichts. Die Person bewegte kurz ihre Finger und betrachtete die Druckstellen der Fesselung an den Handgelenken. Dann stand sie langsam auf, dehnte sich, hob die Arme zweimal in die Höhe, verneigte sich und begann wieder zu singen. Nach wenigen Takten drehte sie sich zur Seite, ging einige Schritte, stieg schließlich wieder auf einen Stuhl, danach auf den Tisch. Belana verschwand angewidert aus dem Raum, sodass sie nicht mehr sehen konnte, wie der nächste Sprung auf die Fensterbank führte. »Die haben Sie doch nicht mehr alle!« rief sie kopfschüttelnd der schon auf sie warteten Nermin zu. »Egal, dritte Person.« »Jetzt geht's ein bisschen weiter. Irgendwann ist ja die dritte Person im Raum.« Die dritte festgenommene Person kam in den Vernehmungsraum. Melana und Nermin hatten sich wieder eine neue Vorgehensweise einfallen lassen. Diesmal saßen beide schon im Raum. »Bitte sehr, setzen Sie sich.« »Danke.« Beide waren schon freudig überrascht, überhaupt mal eine Antwort zu bekommen. Neue Hoffnung auf ein Vernehmungsergebnis keimte auf. Die zu verhörende Person nahm Platz und begann selbst. »So, kommen wir also zu den Fragen. Zunächst möchte ich gerne wissen, warum Sie Ihren Beruf hier ergriffen haben. Können Sie das bitte in kurzen Worten beschreiben?« Die Person beugte sich über den Tisch, zog Nermin zwei Papierbögen vom Tisch, griff in den Stifteständer und notierte die Frage auf einem der Blätter. Dann sah sie erwartungsvoll zuerst Melana und dann Nermin an. »Wer von Ihnen will beginnen mit der Antwort?« Wieder der Blick. Erst zu Melana, dann zu Nermin. »Moment! Wir stellen hier die Fragen!« »Also«, die Person unterbrach, »das gehört nicht zum Thema. Bitte antworten Sie auf meine Fragen, kurz und präzise. Wir haben nicht unendlich viel Zeit.« Nermin schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Was soll das? Wollen Sie uns hier zum...« Wieder funkt die Person dazwischen. »Bitte beschädigen Sie nicht unser Mobiliar. Wir sind hier zu dieser Befragung zusammengekommen und bitte halten Sie sich jetzt an die Regeln. Also ich wiederhole jetzt noch einmal die Frage. Warum haben Sie diesen...« »Schluss jetzt!« rief Nermin. Melana versuchte es mit freundlichen Zureden, aber die Situation ließ sich nicht entwirren. Die Person bestand darauf, selbst die Fragen zu stellen, während die beiden Staatsschützis das Gespräch zu übernehmen versuchten. Nach wenigen Minuten verließen beide den Raum. Auch die dritte zu verhörende Person wurde vorläufig wieder in den Keller gebracht. »Das ist Fantasie. Aber sie ist gar nicht so weit entfernt. Man kann so etwas machen. Ich habe es schon zweimal in meinem Leben geschafft, mich von der völlig austickenden Polizei rauswerfen zu lassen, die mich eigentlich verhaftet hat. Also ein Beispiel, wie das war. Also wie gesagt, sowas kann man trainieren. Ich finde das schön. Also es ist auch einfach für die Lebensperformance einfach schön, wenn du halt merkst, dass du dem nicht so vollständig ausgeliefert bist. Die wollen nicht in der Defensive, die wollen uns jammern hören. Klar, wenn man dagegen hält und sagt, dürfen sie das überhaupt, was ist ihre Rechtsgrundlage, das ist ja schon mal besser als nichts, aber es ist eine defensive Strategie. Wir verteidigen uns. Nein, nein, ganz andersrum. Beispiel vor dem G8-Gipfel, G8 war es damals noch, in Heiligendamm, das war 2007. 2006 gab es davor ein Vorbereitungscamp und da war ich auch dabei und wir haben uns mal die nahe Polizeikaserne, diese Dummersdorf, angeguckt. Auf dem Gelände bin ich dann verhaftet worden, also es war eigentlich frei zugänglich
Aber die Polizei fand trotzdem, sie nimmt mich jetzt mal mit. Ich war immerhin der erste Gefangene aus dem G8-Widerstand und da wollen sie mal ein Jahr vorher, haben sie mich dann zu der Polizeidirektion, also es war ja außerhalb Thomasdorf, so ein Vorort von Rostock, haben sie mich dann zur Polizeidirektion Rostock gefahren. Und dort wartete dann der Stadtschutz und hat alles Mögliche mit mir versucht, so Fingerabdrücke und dies und jenes. Und ich freute mich schon auf das Verhör und dachte mir so, gut, ich bin jetzt ein bisschen geübt, ich denke, wer keine ganz straighte Strategie ist, kann man ja auch machen. Ich guck mal, wie die kommen und was ich da machen lässt. Und das war total fantastisch. Also wir gingen in diesen Raum, da standen diese Stadtschützer, ich weiß gar nicht, ob zwei oder drei oder so waren. Und das ging dann so, dass sie mich fragten, wie sind sie hierher gekommen? Und dann habe ich denen so eine Viertelstunde, schätze ich, erzählt, wie ich hierher, wo wir lang gefahren sind, was für Gespräche geführt wurden, wie die Leute aussahen in dem Auto, was der war in dem Autoradio. Die waren total begeistert, dass ich rede und rede und rede, endlich mal jemand, der einfach labert. Das soll man ja nicht machen, nicht? Also Aussagen sind keine scheiß Idee. Und die dachten, die hat alles mitgeschrieben und sowas. Und deswegen, und ich natürlich die ganze Zeit da gesessen und gedacht, gleich. Dann war es so zu Ende, bla bla bla, ja, jetzt weiß ich nichts mehr zu sagen. Ach, doch, eins fällt mir noch ein. Die Farbe von dem Auto, das war grün-weiß. Das war einfach der Knüller. Die ist total ausgerastet, weil sie merkten, dass ich nichts anderes erzählt habe, als die Fahrt im Polizeiauto. Und das Aussehen der Polizisten und Polizistinnen beschrieben habe und was die so geredet haben. Und sie sind total ausgerastet, alle da. Dann haben sie nochmal unterbrochen und gesagt, also so geht's gar nicht. Die wissen noch, sie müssen das, sie spüren das immer gut, Good Cop, Bad Cop oder so, einer von ihnen muss nett sein, einer, die können nicht alle ausrasten. Ich mache Ihnen jetzt mal einen Vorschlag. Wir gehen alle nochmal raus und kommen nochmal rein und regieren mal ein bisschen. Rausgeschmissen. Also sie haben mich einfach echt rausgeschmissen. Also das ist schon so, da fühlt man sich einfach doch ein Stückchen besser. Gut. Also die Erhöhung der eigenen Selbstverteidigungsfähigkeit, also ein bisschen kreativ-aktionistisches in den Widerstand einzubringen, geht mitunter ganz einfach. Und meine Lieblings-Kleinkaliberwaffe nenne ich sie jetzt mal, weil sie ist halt klein und man kann sie immer dabei haben, ist das Stück Kreide. Das ist eine der wirkungsvollsten politischen Waffen, die es überhaupt gibt. Wenn ich ein Stück Kreide dabei habe, muss ich an nichts, absolut gar nichts mehr vorbeigehen, ohne eine deutlich und lange lesbare Message zu hinterlassen. Das Malen mit Kreide im öffentlichen Raum ist immer erlaubt. Es ist keine Sachbeschädigung. Wir haben hier in Gießen, sind die Gefechte gelaufen, in unserer damaligen Zeit, wo wir hier in Gießen gemacht haben. Da wurde immer die Kreide beschlagnahmt und es hat dann Demos für die Freiheit der Kreide gegeben und Verwaltungsklagen noch und nöcher. Und das Verwaltungsgericht hat irgendwann mal die Gießener Polizei zu einer öffentlichen Äußerung gezwungen, dass sie keine Kreide mehr beschlagnahmen werden. Und seitdem ist der Weg frei für Kreide. Wir haben inzwischen ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass auch Flughäfen und Bahnhöfe und sowas als Demonstrationszonen erlaubt sind. Das gilt, also folglich das auch. Und diese Kreide ist egal, ob du eine Nazi-Schmiererei siehst, ob du einen sexistischen Übergriff siehst, eine rassistische Polizeikontrolle, ob du ein blödes Plakat siehst oder so etwas. Diese Kreide ist für dich eine ständige Interventionsmöglichkeit. Also eine wunderbare Geschichte und das ist mein letzter Film, also von dem Film. Nein, da kann sie auch bunt sein. Das ist egal. Alles, was du willst. Also vielleicht nicht gerade schwarz-rot-gold oder sowas, aber irgendwas. Also geht alles und es ist alles erlaubt. Und das ist wirklich etwas, was meines Erachtens, das gehört zu dem Einmaleins, wie viele andere Sachen ja einfach zu dem Einmaleins von Aktivisten, eine Trillerpfeife hast du dabei, vielleicht ein Edding noch. Du hast eine Patientenverfügung unterschrieben, also lauter so Sachen, alle diese Standards, das sind so 10 bis 20 Sachen. Wenn du die drauf hast, ist deine Handlungsfähigkeit da draußen schon enorm gesteigert. Gucken wir uns einfach mal ein paar Beispiele an, was man mit Kreide alles machen kann. Wieder als Filmchen. Hallo! Wenn du die Frage brauchst, kannst du dir das nicht machen? Hey! 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 H
Interessen mehr Bedeutung haben als der nicht in Zahlen greifbare Wert von Menschen, Tieren und Umwelt. Zum Abschluss würde ich euch ja gerne zu ein paar Sachen einladen. Das eine ist dieses eine Bild davon, wo diese Heeresschau da, das war ein reiner Zufall. Das ist in Koblenz gewesen und da habe ich ein Aktionstraining gemacht. Also ich mache gerne solche Trainings, wo man mein ganzes Wochenende solche Aktionsmethoden übt. Und das mit Kreide gehört immer so zu den Übungen, die gerne dann auch Leute machen, um das mal draußen auszuprobieren. Und das war während des Trainings, sind wir in Koblenz herumgelaufen und waren alle mit dieser Kreide bewaffnet und kamen an diese Heereswerbeveranstaltung. Und es war ziemlich interessant, wie handlungsfähig wir plötzlich waren, bloß weil wir diese Kreide dabei hatten. Sonst hätte man da gestanden und gedacht, was kann man jetzt machen? Die hatten sich da schön ganz viele aus ganz Deutschland solche Heeresmusikorchester und sowas aufgestellt. Das war diese Riesenfläche in der Mitte und da ist die eine, wie man gesehen hat, da reingesprungen und hat mit einer Riesenkreide, das war also wirklich so ein Riesenteil, das gemacht. Also Wörmstadt. Für ganz kurz entschlossene, am nächsten Wochenende ist eins sogar gar nicht so weit weg, ein solches Aktionstraining in Fulda. Wenn Leute Lust haben, kann man sich verabreden, da gemeinsam hinzufahren, am Samstag früh morgens dahin und Sonntagabend wieder zurück und ein Wochenende dort Sachen üben. Ich selber habe Lust auf verschiedenste Aktionen. Zu einer Sache will ich nochmal kommen, aber dazu will ich euch vorher ein bisschen selber zu denken animieren. Ich habe hier ein paar Zitate. Ich wollte euch die mal vorlesen und wollte euch mal bitten zu raten, wer die wohl gesagt hat. Der Mensch ist zum Arbeiten geboren, wie der Vogel zum Fliegen. Mensch, nach hinten.
Armut ist in der Stadt groß, aber die Faulheit viel größer. Die größte Ehre, die das Weib hat, ist allzumal, dass Männer durch sie geboren werden. Martin Luther. In der Tat, Unkraut wächst schnell, darum wachsen Mädchen schneller als Jungen. Es ist besser, wenn Tyrannen 100 Ungerechtigkeiten gegen das Volk verüben, als dass das Volk eine einzige Ungerechtigkeit gegen die Tyrannen verübt und so weiter und so fort. Das alles sind Zitate, die viel schlimmeren, habe ich jetzt nicht durchgelesen, weil daran vorgelesen, daran hätte man es zu schnell erkannt. Das sind die, wo er dann vorschlägt, dass man alle Synagogen verbrennen soll. Das hat er tatsächlich wortwörtlich so gefordert und alle arbeitsfähigen Juden in Arbeitslager sperren soll. Deshalb hat in der Tat Adolf Hitler gesagt, dass er der praktische Vollstrecker von Martin Luther sei. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Adolf Hitler in diesem Fall ausnahmsweise mal recht hatte. Warum ich das jetzt erzähle, ist, wir sind im Oktober 2016 und damit unmittelbar vor dem 499. Jahrestages des Thesenanschlages in Wittenberg, den es auch nie gegeben hat, aber egal. Ein Mythos ist ja auch etwas. Also man kann auch einen Mythos feiern, kommt nicht drauf an. Jedenfalls ist ja geplant von verschiedensten Seiten an diesem 31.10. das sogenannte Lutherjahr zu starten und uns ein Jahr lang diesen Luther als Helden zu präsentieren, um dann am 31.10. des nächsten Jahres, dann den 500. Jahrestag, als bundeseinheitlichen Feiertag wird er organisiert, der Reformationstag. Und ich finde, das ist eine sehr anspruchsvolle Aktion. Aber ganz ehrlich, neben dieser Kreativität und dieser Aktionskunst faszinieren mich auch die inhaltlich anspruchsvollen Aktionen. Gegen Gentechnik zu sein, war letztlich relativ einfach. Ich finde zwar die Ablehnungsgründe, die viele Menschen gegen die Gentechnik haben, nicht unproblematisch, völlig vereinfachend. Aber das ist ja also vereinfachte Welterklärungen sind überall angesagt und auch unter meinen Freunden und Freundinnen absolut weit verbreitet, was mir immer auf den Keks geht. Also ich liebe das Anspruchsvolle, deshalb setze ich mich gerne auch, also im Moment mache ich relativ viel Antipsychiatrie. Also geh mal gegen die Anti-Zwangspsychiatrie oder sprich dich gegen Knäste aus. Das ist nicht so einfach zu erklären, wie das funktionieren soll ohne Castor, das weiß jeder. Und die Stiefel-Nazis, das auch jeder dagegen. Also etwas anspruchsvollere Aktion. Martin Luther verbindet tatsächlich in seiner Person fast alles, was an Ekeligkeiten vorstellbar ist. Das heißt, sein Abfeiern könnte eine tatsächlich interessante, auch themenübergreifende Geschichte machen. Der hat ja auch unter anderem nicht an die Psychiatrie, wollte ich jetzt gerade sagen. Damals hatten die noch alle möglichen Wörter für diese Leute, die nicht der Normalität entsprachen, wie sie da definiert wurde. Nicht? Die wurden dann Wechselbälge genannt oder irgend so etwas. Und Martin Luther hat vorgeschlagen, sie alle zu töten. Weil Martin Luther war ja sowieso der Meinung, dass alle, die abweichen, vom Teufel besetzt sind, die Türken, alles musste man töten, weil die sind alle vom Teufel besetzt. Also er war wirklich auch ein christlicher Fundamentalist, das finde ich auch noch ganz interessant. Wir motzen völlig zu Recht, finde ich, über religiösen Fundamentalismus, der mit eliminatorischen Ideen daherkommt oder sowas, der ist immer eklig. Also ich bin erstmal ein Gegner aller Religionen in dem Sinne. Und wenn die dann auch noch eliminatorisch auftreten, dann... Aber... Hetzjagden gegen eine andere Religion und ihren Fundamentalismus, was ja völlig richtig ist, den zu kritisieren, und gleichzeitig den übelsten Fundamentalisten, den das Christentum je hervorgebracht hat, abzufeiern. Das sollten wir uns nicht gefallen lassen. Ich finde das eine sehr interessante Variante, halt mal so auch etwas zu versuchen zu so einem Thema, wo wir erstmal nicht auf der Mehrheitsschiene unterwegs sind. Morgen Abend ist eine Infoveranstaltung im Infoladen in Gießen, wo wir nochmal die Kritik an Luther vorstellen wollen und dann über Aktionsideen reden. Vielleicht machen wir auch schon was am 31.10., wenn ein paar Leute zusammenkommen. Also wer Lust hat, dahin zu kommen. Wenn ihr überhaupt an solchen Aktionsformen interessiert seid und jetzt nicht auf das Training oder sowas mitkommt, habe ich hier vorne eine Liste hingelegt, da könnt ihr euch eintragen. Dann kriegt ihr halt so Termine vor so Aktionen oder solchen Aktionstrainings oder so mit. Vielleicht gibt es hier in Gießen ja auch nochmal eins. Auf jeden Fall wird es hier in Gießen wohl vom 25. bis 27. November ein
Training zur kreativen Gerichtsprozessführung geben. Also bei uns in der Projektwirtschaft wird das sein. Das ist überregional ein bisschen angeleiert, aber kann man ja ausnutzen hier, wer in Gießen das haben will. Also wer da Lust zu hat, ich schmeiß noch mal als Bild diese Termine einfach so an die Wand. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen, ich weiß ja jetzt nicht, das war einfach ja so ein Versuch, der heutige Abend, der erst in seinen allerletzten Minuten auch ein bisschen mehr Publikum gekriegt hat. auf jeden Fall würde ich mich freuen, denn das Wichtigste von solchen Abenden ist ja immer, dass dann tatsächlich etwas passiert und dass die Langeweile auf den Straßen ein bisschen vertrieben wird durch etwas kreative Aktionskunst. Also wer Lust hat, kann sich da eintragen. Ich habe mir noch so ein paar Bücher hingelegt. Unten gibt es auch den kompletten Büchertisch aus der Projektwirtschaft. Also alles, was wir haben ja sehr viele Veröffentlichungen zu verschiedenen Themen und auch zu Aktionstechniken und so gemacht. Der ist hier immer jetzt im Antiquariat Gutschrift. Also zu den Ladenöffnungszeiten kann man da reingehen, kann man auf unseren Büchertisch oder so gucken. Im Prinzip geht das alles. Wir haben da so, das hat alles seine Preise, weil wir die Projektwerkstatt darüber auch finanzieren. Aber wer jetzt wenig Geld hat, schmeißt halt weniger rein oder so. Das kann gerne alles so nach Selbsteinschätzung gehen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es nicht allzu schlimm war. Und wenn sich ein paar Leute angeregt fühlen, dadurch selber kreativer zu werden in einem widerstehenden Leben, dann wäre es das, was der bringen sollte.